Wir erzählen euch heute die Geschichte von barmherzigen Samariter. Aus Jerusalem macht eine Reise. Plötzlich zwei Männer überfielen den Mann und nahmen ihm alles weg. Sie ließen ihn verletzt liegen. Da kam ein Mann aus Jerusalem, er sah den Verletzten und ging einfach vorbei. Wieder kam ein Mann vorbei, aber auch er ging einfach vorbei, ohne zu helfen. Da kam ein Mann aus Samaria des Weges geritten. Dieser sah den verletzten Mann und hatte Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm und verband seine Wunden. Da ritten sie zusammen zu einem Gasthof. Dort kümmerte der Samariter um den verletzten Mann, bis er wieder ganz gesund war.